Hallo meine lieben Freunde und willkommen im fünften und letzten Part der Weekly Challenge der Woche 5 im August 2024 und wir haben einen Pickup Truck Race. Boah, ich liebe ja Pickups, ne? Boah, ich würde es am liebsten heiraten. Ja, nee. Nehme ich jetzt einen Ford oder einen Toyota? Nehme ich einen Tundra oder einen F-150? Für mich sind das eigentlich dieselben Wagen. Sozusagen, ne? Hier, zack. Aber ich werde sie mal umlackieren. Wartet mal, Leute. Weil, er sieht scheiße aus. Das ist doch wahr, ey. Ja, einfach nur schwarz. Blau? Hä? Nee, noch schwarz? Keine Ahnung. Speedrun, das, lass mal kicken. Sieht gut aus. Superman, ist das dein Ernst? Boah, Leute. Alter. Ja, ich nehme immer PlayStation, ich weiß hier irgendwie. Gefällt mir. So, PlayStation. Ja, ich habe ja auch eine PlayStation, ne? Ach, weil ich breit hab. Oh. Ey, also manchmal hast du breit und... Ach, das ist behindert, ey. Ja, das ist okay. Manchmal hast du breit und das Design ist nur für normale. Man hast du ein normales und du brauchst ein breites. Das hab ich schon. Mal gucken hin. Oh, ganz weg geht nicht, ne? Blöd. Da geht's, da ist dafür so ein Ding da dran. Das ist auch komisch, ne? Vorne geht immer nur dieses ganze Rüssel-Logo, ne? Aber hinten dann die Automarke. Aber auch nur bei Standard. Das ist ja blöd. Naja. Kühlergrill. Scheint auch schon gemacht. Ja, habe ich schon bearbeitet oder was? Das heißt, bearbeitet, viel kannst du eh nicht machen. Ja. Ja, ich fand das so. Ja, genau, das habe ich deswegen gemacht. Weil das, weiß ich nicht. Ja, das ist gar nicht. Ey, ich datten aus. Ey. Irgendwie fehlt da was, ne? Ja, Seite habe ich auch schon. Heck. Habe ich das genommen? Ach ja, weil wegen dem Lack. Ja, genau. Fand ich besser, weil so ist ja nur Plastik im Endeffekt. Ne? Also hier. So, ja. Deswegen. Das ist dann auch so. Okay. Ja, okay. Hab ich das deswegen gemacht. Ja, okay. Dann machen wir jetzt trotzdem mal das Rennen, ne? Ja, sorry, wenn ich euch jetzt hier so ein bisschen aufgehalten habe. Ja, das dauert immer hier eine Weile, ey. Sorry, ne? Ich weiß auch nicht warum. Es ist mir auch ein Rätsel. Ja, runtergeladen hat das ja das Design. Aber, naja, egal. Dann machen wir jetzt das letzte Rennen endlich. Dann heiße ich euch herzlich willkommen in der Weekly Challenge im August, Woche 5, 2024. Hat wohl zwar eben schon, aber ist egal. So. Ja, du. Ja, stimmt. Ja, ist egal. Wir fahren jetzt. Welche Strecke überhaupt? Ich hab das gar nicht geguckt. Ach nö, ne? Oh, Willow Springs. Ich hasse die Strecke. Ich hasse es. Aber ich glaube, es ist die kurze Variante. Oh. Boah. Guck mal, so kannst du gar nicht fahren. Du siehst gar nichts, Alter. Boah, Alter. Dass der mal aus dem Arsch kommt, ey. Alter. Pickup-Truck-Rennen, ey. Boah, die KI kann nicht fahren. Guck mal. Aha.
Okay. Boah, Alter. Boah, kriegst du hier um die Kurven, ey. Eieieiei. Boah, ey. Dass sich das halt einfallen lassen, also generell, ne? Pick-up-Rennen, den müsstest du erschlagen. Köpfen. Köpfen, peinigen, teeren, federn, Finger abschneiden. Nein, nur den Daumen. Die anderen Finger kann er behalten. Dann wird es ganz schön schwierig ohne Daumen. Boah, was eine Strecke, ey. Boah, schläfst ja einmal im Fahren, ey. Gut, wir fahren 200, fühlt sich aber nicht wie 200 an. Fühlt sich irgendwie an wie 50, ey. Das habe ich aber immer irgendwie in Videospielen. Das fühlt sich immer irgendwie langsamer an. Also, ich weiß, ich habe das selber auch einen Führerschein, ne? Ich weiß ja, wie schnell was ist. Aber das hier, das sind doch keine 140. Weiß ich nicht. Oh. Ist das Absicht? Du bleibst schon da drüben, du Arsch. Oh, danke schön. Hey, hey Wood, was geht ab? Woodshot wahrscheinlich. Ist ja ein Ami. Seit wann sind eigentlich diese Gesichter da? Ja, das ist schon eine ganze Weile, ich weiß. Aber keiner konnte mir sagen, seit wann. Und wieso haben die Gesichter? Sind das KI-Gesichter oder sind das irgendwie vom Entwicklerteam irgendwelche komischen Trottel? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht weiß es ja einer. Wenn, ihr wisst ja, wo die Kommentarsektion ist, ne? So. Aber drei Runden, wegen so einem Quatsch hier. Ja gut, das letzte Rennen ist immer, beziehungsweise eigentlich das erste, ne? Bei mir ist das letzte, ist ja immer das einfachste und auch das schnellste. Aber in diesem Fall ist es so eintönig. Vor allem diese ellenlange Gerade hier. Mit so einer Möhre hier. Das ist doch keine 200 km/h, Alter. Das kann mir doch keiner erzählen. Nein. Nein. Ich weigere mich, das zu glauben. Das kann mir echt keiner erzählen. Definitiv nicht. Ich denke, dass diese ganzen Strecken, wie sie hier drauf sind bei Gran Turismo oder auch bei Forza, ne, egal was für ein Spiel jetzt, ne, dass die nicht 1 zu 1, also von der Länge nachgebaut sind, sondern Pi mal Daumen so die Hälfte. Und dafür müssen sie halt, um die Immersion zu schaffen, es wirkt wie echt, die Fahrzeuge etwas runterstufen. Sprich, wenn die jetzt eigentlich 100 fahren, fährst du eigentlich nur 50. So als Beispiel. Ne? Und so würde ich das auch einschätzen. Ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Guck mal, jetzt fahre ich hier knapp 200 und fühlt sich aber nicht so an. 200 fühlen sich irgendwie anders an. Ich weiß nicht. Wie gesagt, es ist nur meine Einschätzung, dass das so ist, dass sie die Strecken halt ungefähr um die Hälfte gekürzt haben und dafür halt die Autos auch ein bisschen gedrosselt haben. Beziehungsweise, ja doch, ja. Die Autos sind gedrosselt und dafür halt der Tacho ein bisschen hochgedreht. Nur die Zahl halt, ne? Ja. So, damit sind wir wieder Erster. Und wir kriegen ja bestimmt nicht viel. Ja, gut, 20.000, das ist okay. So, oh yeah. Geil. Boah, geil. Boah, mega. Alter. Das ist geil. Zwei Sechser-Tickets gleich. Pass auf, kriegen wir irgendeinen Motorblock oder so ein Scheiß. Ist das jetzt ein Scheiß Ernst? Dein Ernst?
Hallo? Ich hasse es. Online, offline, online, offline, online, offline. Ich hasse das. Wieso habe ich das immer nur? Ich verstehe das nicht. Ich check's nicht. Und wie ihr seht, ich gehe einfach nicht mehr online. Komm schon. Och, Baby. Och, mach doch jetzt keinen Scheiß mit mir, ey. Ha. Danke sehr. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Was das jetzt ist, erstmal irgendeine neue Gitarre habe ich gekauft. Ach ja, stimmt. Jetzt habe ich alle von Citroën. So, erstmal die 100.000, zack. Dann die 200.000, zack. Dann, ach nee, Fahrmarathon, komm, mach schnell an. Komm, gib mir den Barren. Oh, geil. Mega! Eine halbe Mille. Geil. Und hier? Barren, 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 Barren. Yes! Boah! Alter! Boah! Noch mal eine halbe Mille. Boah, es ist geil. So, und jetzt, wir sind noch nicht fertig, ne? Hier ist ja noch was. Ich bin ja auch Sports gefahren, ne? Fahre ich ab und an mal. So, gab's noch mal eine halbe Mille. So, wann ist das hier endlich zu Ende? An einem Tag, okay. Und hier? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil das ist ja vorbei. Endet. Ranglistenregistrierung beendet. Ja, ich bin ja drinnen, ne? Ja, immer in Bronze, ne? Das schaffe ich immer gerade so. Aber wieso ist das dann noch hier drinnen? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ja. Oh, morgen ist Nations Cup. Exhibition 1? War doch schon. Hä? Warte mal. Hier, Runde 3. Achso, Exhibition 1, Runde 3. Vorgegebenes Fahrzeug. Oh, nee. Monza. Ja gut, Monza ist okay. Eiger Nordwand habe ich leider verpasst. Dragon Trail habe ich mitgemacht. Hier werde ich auch wieder mitmachen. Watkins Clan, muss ich gucken, ob ich das alles so hinkriege. So, wie ist meine Ranglistenposition? Oh, auf dem 12. Ja, ich komme aus Dortmund. Ich bin auf dem 12. Okay. Ist das gut? Weiß ich nicht. Ja, scheint ja, ne? Guck mal, 2 Punkte habe ich gekriegt. Ui. Geil. 2 Punkte. Guck mal, da kann ich überhaupt nicht mit. Da komme ich ja gar nicht mit, ne? Guck mal, Platz 793. Lokal. Und national 4000. GT2. Ja gut, es ist ja das Gleiche, ne? Die Punkte verändern sich ja nicht. Naja, egal. Ich will euch auch nicht auf die Nerven gehen. Ich würde sagen, wir beenden das hier und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.